Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Antike. Heute mal wieder mit einem Thema, das sich von euch gewünscht wurde, nämlich der Fragestellung, waren antike Statuen eigentlich wirklich weiß? Also irgendwie hört man doch in den letzten Jahren immer öfter, dass die eigentlich bunt gewesen sind. Und das ist auch gut so, denn das ist absolut richtig. Woher unser Bild von der weißen Antike dann überhaupt kommt und wie Statuen denn nun aussahen, das schauen wir uns in diesem Video an. Heute gibt es eigentlich gar keinen Zweifel mehr daran, dass in der Antike Statuen, aber auch Reliefs, Säulen und ganze Tempel, dass die eben nicht weiß waren, sondern dass sie bemalt wurden. Diese Einsicht hatte man aber nicht immer und der Fehler, der das Ganze so ins Rollen gebracht hat, der liegt schon eine ganze Weile zurück, nämlich in der Renaissance. Wiedergeburt der Antike am Beginn der Neuzeit. Ihr habt da sicherlich schon mal von gehört. Künstler wie Michelangelo, Donatello und die anderen Ninja Turtles erklären die Antike zum großen Vorbild für die Kunst. Weg mit dem hässlichen Mittelalterkram, die Antike war eh besser. Also darin liegt so der eine Punkt, von dem man sich abgrenzen will. Die Kunst des europäischen Mittelalters, die eben sakral, bunt, überladen und hin und wieder auch ganz schön kitschig ist. Und auf der anderen Seite die Kunst des Osmanischen Reichs, denn auch die ist relativ bunt und relativ stark verziert. Und das traf in Europa gerade nicht nur aus ästhetischen Gründen nicht den Zeitgeist, sondern auch aus politischen. Aber es gab ja in Italien zum Glück noch Statuen aus der Antike und auch Gebäude, die man sich noch angucken konnte. Und die waren alle weiß. Ja. Ist doch prima, kann man sich super abgrenzen von den europäischen Vorgängermodellen und man kann sich auch super abgrenzen von der islamischen Kunst. Toll, die nehmen wir uns zum Vorbild. Allerdings waren diese Statuen natürlich nur weiß, weil sie jahrhundertelang draußen gestanden hatten, der Witterung ausgesetzt waren und sie auch über das ganze Mittelalter hinweg einfach nicht instand gehalten wurden. Also die Farbe war einfach nicht mehr da. So hat uns dann die Renaissance und auch die folgenden Jahrhunderte eine ganze Palette von weißen Statuen beschert, die angeblich auf die Antike sich beziehen. Irgendwann Ende des 18. Jahrhunderts kam dann die Aufklärung in Europa auf und mit ihr auch die Wissenschaft im modernen Sinn. Das gilt auch für die Altertumswissenschaft. Also die moderne Archäologie entstand und man fand jetzt bei Ausgrabungen immer wieder Statuen, Inschriften und ganze Gebäude, die man vorher eben noch nicht kannte. Wenn man jetzt über Archäologie im 18. Jahrhundert redet, dann kommt man um eine Person nicht drum herum und das ist Johann Joachim Winckelmann. Das war einer der ersten Archäologen überhaupt. Und der kannte diese Statuen, die man jetzt immer häufiger fand, und auf denen Farbreste drauf waren, die kannte der ziemlich gut. Aber auch in Winckelmanns Zeit der Aufklärung passten jetzt bunte antike Statuen nicht so gut rein. Denn man wollte sich ja in der Aufklärung abgrenzen von der bunten, überladenen und sehr, sehr reich verzierten Kunst des Barock. Und nicht nur von der Kunst, sondern direkt von dieser ganzen feudalen, unaufgeklärten Epoche. Dementsprechend spielt auch die Farbe Weiß als Farbe des Lichtes in der Kunst der Aufklärung eine ganz, ganz große Rolle. Und so hätten natürlich weiße, schlichte und relativ stilstrenge Statuen aus der Antike, auf die man sich jetzt auch wieder gerne als Vorbild berief, die hätten super so in diese Zeit gepasst. Winckelmann ging deshalb Zeit seines Lebens davon aus, dass es sich hier um eine Barbarei handelte bei diesen bemalten Statuen. Dass da irgendwelche Banausen diese schönen antiken Statuen bemalt hätten und dass das alles ganz bedauerliche Einzelfälle waren. Im 19. Jahrhundert hatte man dann schon so viele Funde von antiken Statuen, auf denen Farbreste zu sehen waren,
dass eigentlich völlig klar war, dass das nicht alles Einzelfälle sein konnten. Auch die klassische Philologie hatte zu dem Zeitpunkt schon große Fortschritte gemacht und man kannte jetzt eben auch immer mehr Texte, in denen drin stand, dass die Statuen in der Antike bunt waren und man nahm diese Texte jetzt auch stärker zur Kenntnis. Man stritt sich jetzt darüber, in welchem Ausmaß die Statuen denn bemalt waren. Und das hat was damit zu tun, dass sich bestimmte Farbpigmente, zum Beispiel Blau und Rot, weil sie aus Mineralien bestehen, dass die sich deutlich besser erhalten als andere Farben, als zum Beispiel Ockertöne, Gelbtöne, Brauntöne oder auch Schwarz. Mit den Erkenntnissen des 19. Jahrhunderts konnte man also noch zu der Einstellung gelangen, dass in der Antike vielleicht nicht alle Statuen bemalt waren oder dass sie nur zum Teil bemalt waren. Aber auch das wissen wir heute besser und da komme ich gleich auch nochmal drauf. Im 20. Jahrhundert hat sich dann erstmal niemand mehr für das Thema interessiert. Denn bunte antike Statuen passten weder in die Ästhetik der Kunst der Moderne, die so nach dem Ersten Weltkrieg aufkam, noch passten sie in die Kunst der europäischen Diktaturen. Also auch die wollten nicht bunt und folkloristisch daherkommen, sondern eben weiß, streng und edel. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat es dann angefangen, dass man sich so ganz langsam und wirklich in mini kleinen Schritten wieder dem Thema angenähert hat. Führend ist an der Stelle übrigens der deutsche Archäologe Vinzenz Brinkmann. Also wir wissen jetzt schon ungefähr 300 Jahre lang, dass antike Statuen nicht weiß waren. Mittlerweile haben wir natürlich neue technische Verfahren, um antike Statuen auch Farbreste untersuchen zu können. Also manchmal reicht da schon ein bisschen UV-Licht aus oder Infrarot und manchmal wird es dann doch ein bisschen komplizierter, zum Beispiel wenn man den Verwitterungsgrad an einer Stelle der Statue untersucht, um ihn mit einer anderen Stelle auf der Statue zu vergleichen und dann darauf zu schließen, welche Farbe denn da aufgetragen worden sein muss, denn Stellen, die stärker verwittert sind, da müssen ja auch Farben gewesen sein, die schneller verwittern. Also ja, es ist dann auch nicht immer so ganz einfach. Aber wir können an der Stelle schon mal festhalten, Statuen waren in der Antike bunt. Und wir können auch die Farben analysieren, die verwendet wurden. Zum Beispiel wurde Rot oft aus Zinnober gewonnen, Blau aus Azurit und Gelb aus sehr giftigen Arsenverbindungen. Trotzdem können wir natürlich jetzt nicht bei jeder Statue im Detail sagen, wie die denn in der Antike bemalt war. Das geht bei einigen Statuen ein bisschen besser, bei den meisten geht es aber deutlich schlechter. Seit 2009 gibt es immer mal wieder die von Vinzenz Brinkmann und Ursula Koch-Brinkmann konzipierte Ausstellung Bunte Götter zu sehen. Im Moment sind die, glaube ich, gerade nicht auf Tour, aber wenn ihr mal die Gelegenheit habt, dann geht euch die Ausstellung ruhig mal anschauen. Die vermittelt ein ganz gutes Bild davon, wie Statuen in der Antike ausgesehen haben könnten. Nämlich so. Oder so. Oder so. Und was die Ausstellung auch ganz gut macht, ist, dass sie an Stellen, wo eben nicht ganz klar ist, wie die Farbe zu rekonstruieren ist, dass sie da auch mehrere mögliche Rekonstruktionen anbietet. Denn ich denke, auch das gehört zur Wissenschaft, wenn man es nicht sicher weiß, dass man es dann auch so kommuniziert. BesucherInnen dieser Ausstellung sagen danach übrigens sehr oft, dass sie diese rekonstruierten, bemalten Statuen gar nicht mal so schön fanden. Und da merkt man dann eben auch wieder, wie stilbildend diese weiße Antike als Ideal der Schönheit bis heute gewirkt hat. Wir müssen uns leider trotzdem davon verabschieden und eben diese weißen Statuen als ein Produkt der Renaissance und der Klassik einordnen. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Wir sind damit jetzt auch am Ende des Videos. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr auch ein Thema habt, das wir uns mal unbedingt vornehmen sollen, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir lesen die immer und wir notieren uns die auch immer, also solange sie was mit der Antike zu tun haben. Es könnte allerdings ein bisschen dauern, bis wir dazu kommen, die dann auch alle zu bearbeiten. In dem Sinne, ich wünsche euch noch eine gute Zeit und macht's gut!